Okay. Ich könnte mich jetzt auch tatsächlich einfach mal auf die Suche, wie gesagt, nach Sand machen. Dann wächst hier aber nichts. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber, naja. Also ich glaube, ach ja, bin ich jetzt ja gar nicht drauf eingegangen. Stimmt, der Yoshi hat mir nämlich so ein paar Kommentare geschrieben. Ich glaube, dass er das nicht so schön findet hier mit dem hellen Boden und dem weißen Stein. Muss ich allerdings so ein bisschen widersprechen. Also ich finde das eigentlich ganz schön so. Ist relativ einladend. Also wenn wir hier dann halt auch später ein paar Fensterchen drin haben. Also ich glaube, dann wird das hier ganz einladend. Also im Notfall, falls ich halt irgendwann nochmal feststelle, dass das überhaupt nicht gut aussieht, ja, dann nehmen wir halt nochmal eine Axt in die Hand, ne? Hier so. Nehmen wir dann halt eine Axt in die Hand, ne? Und dann roppen wir halt den ganzen Kack da unten wieder raus. Ne? So macht man das halt hier in Minecraft. Ja. Ach ja. Ja, wie gesagt, also ich könnte mir vorstellen, dass wir demnächst, wie gesagt, dann halt mal ja, im Endeffekt dann wirklich anfangen, hier mit anderen auch zu spielen. Wo ich mal. Ach, guck mal, wir haben hier 5 Rotten Flesh. Das sieht aber ziemlich normal aus, wenn ich das mal kurz so sagen darf. Das sieht überhaupt nicht verrottet aus, wenn ich ehrlich bin. Naja, das ist ja nicht so schlimm. Ja, nochmal legen. Ich glaube, ich packe mal hier so ein bisschen. Könnte ich beispielsweise auch machen. Mal runter in den Keller latschen. Können wir gerade hier die Zäunchen machen. Also die nicht Zäune, sondern hier so Türchen. Mache ich mal 2 nur von. Nee, ich könnte auch mal hier einen Keller ausheben für ein Lager. Ist auch eine Überlegung, dass man damit zumindest schon mal anfängt. Weil ich möchte jetzt nicht nur auf 3 Kisten hier immer zugreifen. Wir könnten den Weg hier mal noch zu Ende machen. Ist auch noch so eine Idee, die man mal fix umsetzen kann. Wenn man gerade sowieso ein bisschen Kies dabei hat. Ja, können wir zumindest kurz weitermachen. Obwohl ich, wie gesagt, ja gerade am Überlegen bin. Oder momentan am Überlegen bin, ob ich den einfach. Ob ich. Ah, ich glaube, den habe ich hier abgerissen, ne? Kann das sein? Ich glaube, den habe ich da weggemacht, damit ich den hier rumbauen kann. Das ist blöd gelaufen, okay. So. Dups. So. Ja. Ja. Den Zaun habe ich auch noch ganz gerne wieder. So. Jetzt kommen wir hier beispielsweise rein, können mit unseren Schafen knuddeln, beziehungsweise können wir mal kurz ein bisschen die Wolle wegnehmen. Ne? Danke, danke. Danke. Du auch noch. So. Damit haben wir dann auch schon ein bisschen Wolle. Kartoffeln haben wir noch nicht. Ich habe jetzt auch vergessen, gerade eben den Gartenzoll da rauszunehmen, muss ich zugeben. Ich weiß gerade gar nicht, habe ich. Ja, okay, ich habe eine Schaufel dabei. Ich glaube, wie gesagt, dann nehme ich hier mal nochmal den ganzen Spaß weg. Weil, wie gesagt, ich glaube, den Weg mache ich lieber, weil hier, das ist irgendwie so. Das ist so ein unnatürlicher Weg. Der ist so. Hier laufe ich ja nicht lang. Ich laufe ja sonst, das ist mir jetzt auch im Schnitt ganz besonders aufgefallen, ich laufe ja oft hier einfach lang, ne? So hier, so straight rüber. Ne? So. Dann kann man hier halt noch so irgendwie den Anschluss machen an den Weg. Ne, damit es ein bisschen vernünftiger aussieht. Aber na, der Rest. Den Rest würde ich jetzt. Mache ich jetzt einfach weg. Bin ich jetzt einfach mal so frei. Habe ich denn Erde dabei? Habe ich. Nice. Weil dann fülle ich hier nämlich auch schon mal mit Erde wieder ein bisschen auf. Ja. Das meine ich halt hier, ne? Das ist ja das Schöne bei Minecraft. Man baut einfach am Ende alles ab. Und also wenn es einem nicht mehr so ganz gefällt, ne, dann baut man es halt einfach schnell ab und ändert es halt wieder. Und das ist eigentlich. Das ist ja sowieso auch, ne? Hatte ich jetzt auch im
ein sehr schönes, was heißt sehr schön, ne? War ein sehr interessantes Gespräch. Mit einer, ja, ich sag mal mit einer Freundin, die man so ein paar, die man eine gewisse Zeit lang aus den Augen verloren hatte, so, also weil sich einfach die Lebenswege anders entwickelt hatten, als man es dachte. Und die hatte mich tatsächlich in Holland angerufen und so weiter und so fort, weil sie momentan ein bisschen Stress hat. Aber da möchte ich jetzt auch gar nicht so weit drauf eingehen, sondern eher so auf den Inhalt des Gesprächs, weil er mich selbst auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Ne? So nach dem Motto, dass man ja im Endeffekt hier gerade in Deutschland und so, man ist ja dann doch eigentlich ein freier Mensch. Ne? So kann man ja sagen, was man will. Also es gibt andere Länder, wo man bedeutend eingeschränkter ist. Klar, du darfst in Deutschland auch nicht alles machen. Vollkommen logisch, ist ja aber auch vernünftig, ne, dass nicht jeder alles machen darf. Weil es ja sonst halt auch schlicht und einfach Chaos wäre. Aber ja, und da haben wir halt so ein bisschen, sag ich mal, drüber geredet irgendwie, halt über Änderungen und halt, dass die ja eigentlich, die meisten Änderungen ja gar nicht so so Konstante sind, ne? Also, klar, wenn du jetzt umziehst, ne, bist du für die nächsten Jahre bist du umgezogen. So, das änderst du nicht innerhalb von einer Woche wieder, so nach dem Motto, ach, ich ziehe jetzt mal einfach von Köln nach München oder andersrum, ne? Oder halt eben, keine Ahnung, ich ziehe mal von Deutschland in die Schweiz oder sowas, ne? Das machst du ja nicht einfach auch nur so oder so, ne? Sondern du denkst ja auch was dabei und das änderst du ja nicht in der Woche. Das ist ja, das bleibt ja erstmal so für einen gewissen Zeitraum, ne? Also im Normalfall. Klar, aber, und das ist jetzt nämlich das aber du kannst es halt theoretisch nach einer Woche wieder ändern. Dir verbietet es keiner, nach einer Woche nicht wieder zu sagen, hey, ich hau hier wieder ab, ich habe hier keinen Bock drauf, das ist mir ja alles irgendwie zu blöd. Das war auch gerade blöd. Das verbietet dir keiner. Kann dir auch keiner verbieten. Also zumindest so, wie es momentan halt ist. Ne? Und klar kann man sagen, hey, okay, wenn du einmal umgezogen bist, dann musst du aber erstmal nochmal den kompletten Anmeldevorgang, um hier in Deutschland irgendwie wieder als im Steuersystem aufzutreten und im dass du hier gemeldet bist und so weiter und so fort. Das musst du halt natürlich wieder alles durchmachen. Das ist scheiße nervig, würde ich mal behaupten. Habe ich noch nie durchgemacht, glücklicherweise. ich sage es mal so, Bock hätte ich nicht drauf. Ich räume mal gerade hier so ein bisschen was rein, wo ich jetzt gerade mal sage, das brauche ich jetzt gerade wirklich überhaupt nicht. Ja, da fällt mir auf, es wird gerade dunkel, beziehungsweise es ist schon fast dunkel, dann lege ich mich doch direkt wieder mal ins Bett, bevor ich hier gleich noch Stress mit irgendwelchen Monstern bekomme. Ja, aber du kannst halt im Endeffekt alles relativ schnell wieder ändern. Auch so Sachen, wo man halt sagt, das ist im Normalfall was Längerfristiges, wie halt beispielsweise ein Umzug. Na, so, hey, ich ziehe jetzt woanders hin und mach das jetzt einfach so, also das ist... Man kann es ändern, im Normalfall macht man es nicht, weil es halt mit Aufwand verbunden ist. Ist auch ganz logisch, wie gesagt, ist auch mit finanziellem Aufwand in den meisten Fällen verbunden. Oh, guck mal, da sind Bäume gewachsen, oder zumindest einer. Den hole ich mir mal gerade. Habe ich jetzt eben meine Axt? Nee, habe ich nicht. Wo doch schon sah. Den schnapp ich mir mal direkt. Achso, warte mal, hier erstmal mit der Sense. Machen wir so. Okay, mit der Sense einmal kurz dran. Und dann hier einmal weg. So. Ja. Faden verloren. Nee, nicht, also eigentlich nicht so ganz den Faden verloren. Sondern ich drehe mich gerade im Kreis halt. Du kannst halt im Endeffekt alles, was für dich so eigentlich wie für immer sich anfühlt, kann man aber in den meisten Fällen relativ gut wieder ändern auch. Also es ist... Nix ist so, also im Endeffekt hast du halt wirklich nichts, was wirklich ich glaube, ich habe mich ein bisschen zu weit gebaut, kann das sein? Schon? Nee. Ich dachte auch schon. Ich glaube, ich baue mal lieber zuerst hier noch den Weg hier mal zu Ende, um ungefähr da anzukommen, wo ich hin will. Und dafür brauche ich wieder neue Karten, das Wedges.
Ja, das Täusch heißen die so. Ja. Ja, aber man kann alles ändern, auch wenn es teilweise unmöglich oder ziemlich schwer aussieht, ne? Also auch wenn man. Es ist halt meistens mit Arbeit verbunden. Diese Arbeit wollen natürlich auch viele, wollen sich die auch einfach ersparen, indem man halt einfach alles so lässt, wie es ist. Auch wenn man möglicherweise unzufrieden ist, da wo man ist. Und das ist eigentlich falsch. Das ist eigentlich wirklich falsch. Aber ich mache es ja genauso. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht auch mache. Na, weil es gibt halt auch Sachen in meinem Leben, wo ich schlicht und einfach nicht mehr zufrieden bin. Aber die ändere ich halt nicht, weil es halt zu viel Aufwand wäre oder ich mich dann halt auch vor manchen Leuten rechtfertigen müsste, warum ich diesen Weg jetzt so gehe, wie ich ihn gehe. Und ja, da habe ich keine Lust drauf und deswegen mache ich es nicht. Passt perfekt. Super. Und das ist halt, eigentlich ist es halt super dumm. Aber es ist halt auch irgendwie menschlich, ne? Wie gesagt, halt so den Weg mit dem wenigsten Widerstand zu gehen. Ist auch manchmal nicht unbedingt das Dümmste, ne? Klar. Also es gibt auch Situationen, in denen das eindeutig so korrekt ist, wenn man halt so eine gewisse Zeit lang, sag ich mal, erstmal alles so lässt, wie es ist, ne? Und nichts verändert. Auch wenn es einem mit der Situation vielleicht nicht ganz so gut geht, ne? Aber man beispielsweise, ich sag jetzt mal, Hoffnung hat, dass es noch besser wird. Na, dann sollte man manchmal auch in Anführungsstrichen ein wenig leiden, ne, um halt zu gucken, ob es halt noch besser wird. Wenn es natürlich dann nach einer gewissen Zeit nicht mehr besser wird, ne, dann irgendwann sollte man natürlich auch dann den. Ach, ihr habt ja alle schon wieder eure Wolle. Ich mach eine Teppichweberei auf mit euch, wenn das so schnell geht. Teppich aus Schafswolle, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob das so unbedingt so die beste Idee ist. Aber ist egal. Ja. Ich glaube, damit sind wir mit dem Thema Änderung auch eigentlich schon durch, weil viel mehr kann man dazu nicht sagen. Also, ne, man kann vieles ändern, man braucht halt teilweise finanzielle Mittel, aber auch die sind meistens eher so, ja, ich sag mal, die sind, boah, wie drückt man das jetzt am besten aus? Die sind zwar hinderlich, aber sollten nicht eigentlich das Problem oder kein Problem darstellen. So, was wollte ich gerade tun? Ich wollte mir, glaube ich, die Holzwedges wollte ich mir mal endlich holen, wie ich schon vor 3 Minuten gesagt habe. Ja. Naja. Und wie gesagt, Änderung ist halt immer mit Aufwand verbunden. Das ist auf jeden Fall so. Also das, wer euch da was anderes erzählen will, von wegen, ihr könnt innerhalb von einer kurzen Zeit auch euch selbst ändern, das ist Quatsch. Das braucht Zeit, weil man halt auch lernen muss, wie es ist, mit seinem, ich sag mal in Anführungsstrichen, neuen Ich weiterzukommen, also wie man damit umzugehen hat. Ne? Also halt im Sinne jetzt wirklich von, keine Ahnung, ich möchte mich irgendwie verändern, weil ich so unzufrieden bin, ich möchte selbstbewusster sein. Das muss man halt üben, das muss man lernen und das muss man halt auch irgendwie, ja, man muss es auch am Ende wirklich, wirklich wollen. Ne? Also man darf da nicht, eigentlich wirklich nicht nur so halbherzig an die komplette Geschichte rangehen, sondern man muss da auch schon echt. Nee, Quatsch. Das war jetzt Blödsinn. So möchte ich das. So. Und dann so. Na, okay. Die Erde darf ich nicht haben. Und dann so hier. So. Da kommt dann das hier daneben. Und dann haben wir im Endeffekt jetzt einen neuen Weg gebaut, den wir vermutlich so auch niemals verwenden werden. Vermutlich laufen wir jetzt wieder immer da durchs Gemüse durch. So wie ich mich kenne. Aber naja. Ich habe keinen Kies mehr. Gut, dann müssen wir den hier hinten abbauen. Hatten wir ja sowieso vor. Stattdessen dann hier Erde hinsetzen. Ah, meine Schaufel reicht nicht ganz, oder? Boah, das wird eng. Ah, reicht nicht. Reicht nicht ganz. Das war auch zum Beispiel jetzt so spannend auf der Rückfahrt von Holland. Wir haben halt nicht getankt in Holland, weil es da so
verdammt teuer war einfach. Was jetzt nicht unbedingt schlimm ist, aber wenn ich halt weiß, dass ich hier in Deutschland für 1,30 teilweise, okay, 1,30 ist gerade ein bisschen übertrieben, für 1,40 oder so tanken kann, dann tanke ich da nicht für 1,60, es tut mir leid. Das ist, ja. Und dann sind wir halt mit einer halben Tankladung noch zurückgefahren und knappe 400 Kilometer zurück mit einer halben Tankladung bei einem Auto, was echt einen relativ hohen Spritverbrauch hat, weil er halt schon relativ alt ist. Das war schon spannend und da habe ich dann auch irgendwann habe ich gesagt so, ey Leute, ich weiß nicht, ob das noch klappt. Ich weiß es wirklich nicht. Aber es hat geklappt. Das war irgendwie ein schönes Gefühl. Hat so ein bisschen, ja, war so ein bisschen Gewinn. Ich muss mal gerade gucken, weil besagtes Auto steht gerade in der Werkstatt und wartet darauf, oder ich warte darauf, dass die hier anrufen und mir sagen, hey, das Ding ist komplett im Arsch, oder die sagen mir, hey, das geht noch, das können wir noch machen, kostet so und so viel und das lohnt sich auch noch. Ich brauche noch mal Kies. Sehe ich das? Ja, ich sehe das richtig. Darauf warte ich gerade so ein bisschen. Oh, ich habe keinen Kies mehr oder was? Ach, nö. Ist der Weg so viel länger oder was ist los hier? Muss doch noch irgendwo Kies sein. Also ein Witt? Ein Witt ist das. Ein Witz. Weil ein Witz, nicht? Das ist ja... na gut. Dann suchen wir gleich auch mal Kies, weil wir haben hier zwar irgendwo ein Kiesvorkommen gehabt, der nebenan. Aber das sieht irgendwie schön aus. Das möchte ich so nicht wegmachen. Ja. Aber die Bäume hier, die kommen natürlich jetzt erstmal weg. Weil die gehen mir ja auf den Senkel. Aber die will hier ja keiner. So ekelhafte Birkenbäume. Ich glaube, damit können wir dann auch unser Dach, also unser, das heißt unser Dach, unsere zweite Etage abschließen. Also den Boden der zweiten Etage, weil ich möchte das Haus jetzt nicht nur eine Etage lassen. Also das hatte ich jetzt nicht vor. Ja. Achso, da fällt mir noch ein, das wollte ich auch noch gemacht haben. Vergessen. Also jetzt nicht hier im Projekt, sondern außerhalb des Projekts. Habe ich denn hier einen Zettel und einen Stift? Ja, habe ich sogar beides hier. Dann schreibe ich mir das nämlich mal kurz auf, nämlich neue Musik. Neue Musik. Runterladen. Aha, damit wir nicht hier immer nur die gleiche Playlist von 2,5 Stunden oder sowas haben, sondern auch mal ein bisschen Abwechslung reinkommt und ich möglicherweise auch so ein bisschen stimmungsabhängig dann mal die Musik anmachen kann. Also jetzt beispielsweise hier, ne, wenn wir hier jetzt rumlaufen, dass wir hier dann keine Action-Musik mehr reinbekommen oder so, sondern halt die Action-Musik halt dann kommt, wenn wir in der Höhle sind oder so, oder halt da dann auch eher düstere Musik, weil wenn ich... Oh, leck mich doch, ey. Ich geh mir so auf den Sack, die blöden Viecher hier. Weil wenn ich... wenn ich jetzt so hier durch die Welt laufe, ne, dann kann ich die ja nicht innerhalb von einer Sekunde ändern, wobei ich das vermutlich sogar hinbekommen würde. Ach nee, Quatsch, man, da kann ja nicht in mein Inventar. Obwohl ich das, wie gesagt, vermutlich ja sogar hinbekommen würde, indem ich einfach, indem ich einfach einen Tastenkürzel verwende. Das dürfte theoretisch funktionieren. Aber ich weiß es nicht genau, ist mir auch egal, wie gesagt, weil wir haben hier jetzt ja nicht so viel Action. Wir bauen hier ein bisschen, ne? Wir laufen aller Voraussicht nach gleich hier ein bisschen noch rum, suchen noch eine Wüste oder ähnliches, wie gesagt, oder halt einen größeren Strand. Ich würde auch tatsächlich behaupten, das machen wir jetzt gleich schon. Das machen wir jetzt gar nicht so einen großen Trara raus, wenn wir hier jetzt dann fertig sind. Das passt natürlich... Natürlich passt das so nicht. Was? Hä? Nee. Entschuldigung. Da habe ich den Klick vergessen. Okay. Das ist doch ärgerlich.
Natürlich. Natürlich. Wenn du das meinst, Spiel, dann mach ruhig diese Geräusche. Damit kann ich vollkommen leben. So. So. Ja. Ich könnte jetzt beispielsweise auch über das Auto reden, wo man tatsächlich eine Sache hat, die man nicht ändern kann. Das ist nämlich das, was ich schon bereits getan habe für dieses Auto. Wo wir gerade eben halt darüber geredet haben. Könnte ich das jetzt auch mal kurz anschneiden? Hier so, also ich habe das Ding habe ich vor. Lass es mal 3 Wochen gewesen sein. Lass es von mir aus sogar 4 Wochen gewesen sein. Habe ich das Ding durch den TÜV gebracht. Und danach ist mir jetzt halt aufgefallen, okay, der hat irgendwo eine Unwucht drin. Also eine Unwucht ist halt. Jetzt fragt mich nicht, wie ich eine Unwucht am besten beschreiben soll, sondern ich beschreibe jetzt einfach, wie sich das anfühlt, wenn man eine hat. Bei einer bestimmten Geschwindigkeit fängt dann nämlich das Auto übelst an zu rütteln. Bei mir waren es halt beispielsweise 100 km/h und im ersten Moment dachte ich halt, oh scheiße, mir fliegt der Reifen ab. Ist er nicht. Ist also alles ganz gut gelaufen am Ende. Ja. Oh scheiße, mir fliegt der Reifen ab, war mein erster Gedanke. Und mein zweiter Gedanke ist, wir lassen mal gerade ein paar Schafe hier nochmal Geschlechtsverkehr haben, weil das so schön ist. Genauso wie mit den Kühen, die können auch gerne nochmal ein bisschen Geschlechtsverkehr haben. Ja. In der Theorie. Dann werden das ja nämlich immer mehr. So, okay. Ja, ach guck mal, hier haben wir so ein bisschen Kies, den wir auch wegnehmen können, theoretisch. Also der kümmert mich jetzt nicht so extrem. Draußen fliegt gerade ein Flugzeug entlang. Das ist natürlich. Das ist natürlich jetzt gerade nicht so schön. Ich habe auch keine Schaufel dabei, immer noch nicht. Ist ein bisschen blöd jetzt gerade, aber das kompensieren wir einfach. Mal schnell, so. Ja, nee, und wie gesagt, da erst durch den TÜV gebracht, ne, und dann halt beim durch den TÜV bringen. Habe ich mir halt noch gedacht, okay, weißt du was, lässt du noch die Klimaanlage machen, weil beim TÜV war im Endeffekt nichts Auffälliges, also die haben gesagt, hey, ist nichts passiert, also ist nichts an dem Auto dran, ne, kommt durch, ne. Ich hatte einen kaputten Kühler, hatte ich noch vorne, der ist aber nicht TÜV-relevant im Endeffekt gewesen, der ging halt, oder der wurde zu dem Zeitpunkt schon gemacht, was weiß ich, ne, ich glaube, der war nicht TÜV-relevant. Und ja, alles wunderbar. So, alles wunderbar, Auto kommt durch den TÜV, ne, dieser Kühler, nochmal 500 Euro knapp, ne, alles wunderbar, kannst du dir noch leisten, ist das Auto auch noch dreimal wert, investierst da rein und weißt du was, für deinen eigenen persönlichen Luxus machst du noch die Klimaanlage mit, kostet nochmal 800 Euro obendrauf, oder ne, zu dem Zeitpunkt glaube ich auch nochmal 500 obendrauf sollte es sein, passt, so, dann haben die bei der Reparatur schon irgendwie einen Schlauch kaputt gemacht, den sie dann noch mit ersetzen mussten, das hat nochmal irgendwie auch durch erhöhte Arbeitszeit dann halt auch nochmal, ja, knappe 500 Euro gekostet, mich dann. Ich glaube, das ist ein bisschen wenig, um meinen Weg jetzt hier noch fertig zu machen. Das ist natürlich blöd. Ne, so, okay. Scheißen ärgerlich, die sind aber dann auch nochmal mit 200 Euro mir entgegengekommen. Also ich habe dann am Ende, habe ich 1500 Euro in das Auto nochmal rein investiert. Alles wunderbar. Ja, und dann, wie gesagt, kam jetzt diese Unwucht, ne? Die geht, meistens geht die von einem Reifen aus, weil der halt sich einfach ein bisschen verzogen hat, ne, beziehungsweise weil da halt irgendwie ein Gewicht oder sowas abgeflogen ist, was halt eigentlich so eine Unwucht behoben hat oder was weiß ich, ne, also so. Das ist eigentlich nichts Schlimmes, das kostet 30, 40 Euro, lass es mal 50 kosten, wenn es ein bisschen aufwendiger ist, den Spaß daraus zu bekommen. Alles wunderbar, ne, denkst dir halt auch nichts bei, machst du und fertig, ne. Ja, dann geht man da nochmal hin, ne, also geht zu den, in die Werkstatt, ne, sagt so, hey, ihr habt euch bisher noch nicht gemeldet, was ist denn jetzt mit meinem Auto eigentlich los? Und dann kommt schon so die Antwort so, ja, huch, herrje. Dann kommt schon die Antwort, dass ich angerufen werde von denen. Na bitte. Gut, ich bin mal kurz am Telefon. Sekunde.